In diesem Video schauen wir uns in aller Kürze das Thema Softlinks an. Es gibt einen Unterschied zwischen Hardlinks und Softlinks. Wenn ihr den erfahren möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Link zu Ubuntu-Users drin. Also, wie funktionieren Softlinks? Als erstes lasse ich mir mal anzeigen, was ich hier überhaupt in meinem Ordner habe. Da habe ich zum Beispiel einen Ordner und Dateien. Jetzt möchte ich einen Softlink auf eine Datei anlegen. Ja, wie mache ich das? Zum einen habe ich ja hier die Datei useful-wid-in klein geschrieben. Die können wir uns mal anschauen. Und da drin ist einfach nur der Text Hello World. Jetzt hätte ich gerne eine zweite Datei, die einfach da drauf zeigt. Also keine wirkliche Datei, sondern einen Link halt eben. Das kann ich machen, indem ich ln aufrufe, Leerzeichen minus s. Und als erstes gibt man die Datei an, die schon existiert. Das ist bei mir die Datei useful-wid. Als zweites gebe ich die neu zu erzeugende Datei an. Das wäre dann zum Beispiel neuer Link. Jetzt lasse ich mir wieder den Ordnerinhalt mal anzeigen, wie das dann aussieht. Hier habe ich jetzt eine Datei liegen, also sieht aus wie eine Datei, ist aber tatsächlich ein Link. Die heißt neuer Link. Und ihr habt vorhin gesehen, ich habe mir den Inhalt anzeigen lassen von useful-wid. Was passiert denn, wenn ich diesen gleichen Befehl, also cut, auf neuer Link ausführe? Tja, da die ja, wie man hier sieht, auf useful-wid verweist direkt, ist der Inhalt also identisch. Und jetzt kann man diesen Link entfernen. Ich benutze dazu gerne unlink, kein remove, sondern wirklich unlink. Würde zwar auch gehen, aber finde ich so eleganter. Gehe hier auf neuer Link. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Die alte Datei ist noch da. Ich habe ja nur den Link entfernt. Und der Link an sich, also neuer Link, ist entfernt.